Hey Leute und willkommen zurück zum Mad Games Tycoon. Wir haben in der letzten Folge das Spiel in Auftrag gegeben. Das da oben war noch ein Auftrag. Hier machen wir eine Million Gewinn. Das ist nice. Aktuell steht es echt gut um uns. Konsolenforschung ist aktuell nur Handheld. Das aus dem Markt möchte ich aktuell eigentlich draußen bleiben. Features haben wir keine. Genres. Nichts, was wir aktuell Neues bräuchten. Okay, keine neuen Aufträge, kein Problem für mich. Darauf sind wir aktuell gar nicht so angewiesen. Wir können jetzt mal gucken. Entwickler. Wir sortieren das Ganze nach Firmenwert. Sind aktuell alle. Dadurch, dass sie schon so weit fortgeschritten sind, alle dann doch etwas teurer. Können wir uns nirgendwo großartig Aktien kaufen. Okay, gut. Dann bleiben wir fürs Erste bei all dem, was wir haben. Okay, das ist jetzt wieder fertig. Dann jetzt hier Bugs entfernen. Ich glaube, wir kommen jetzt sogar tatsächlich langsam an den Punkt an, wo wir unsere Teams vergrößern. Also unsere Entwicklerteams stark vergrößern sollten beim nächsten Bürogebäude. Dass wir Spiele schneller entwickeln. Mittlerer Messestand, ich habe 2 Spiele aktuell. Okay, nein. Großer Messestand, ich habe 3 Spiele, die ich bewerben kann, weil das eine aktuell ja noch draußen ist, was sogar sehr praktisch ist. Dann die 3 bestätigen wir. Ordentlich Fenster zu, da sollte ich auch nochmal die Verkaufszahlen eventuell ein bisschen pushen. Das Spiel war jetzt auch 21 Monate im Direktverkauf. Ist doch gar nicht schlecht, ist okay, und ich muss sogar nochmal nachproduzieren. Spiel produzieren. 25.000. Dann gucken wir nochmal kurz, wie viel kostet das nächste größere Gebäude. Das waren 50 Millionen, okay. Hier ist nichts mehr, aber es gibt ein neues Feature. Support von VR. Dann ist auch die Feature-Grenze zu AAA erreicht von der Anzahl. Ich muss nochmal nachproduzieren. Spiel produzieren. 25.000. Schauen wir mal. Wir sind hier fast fertig. Dann hoffe ich einfach darauf, dass wir das schaffen, das hier eventuell zu diesem Weihnachtsgeschäft noch zu releasen. Ich fürchte aber nein. Okay, komm schon, das ist fertig. Warten aktuell hier unten auf die beiden hier unten. Komm schon, gib Gas. Ich vertraue in euch. Koordinierung abbrechen. Raum koordinieren. Kommt schon. Millionen vernünftig. Du kannst auch keinen Spielbericht erstellen, weil das Spiel noch nicht auf dem Markt ist. Wie viele Wochen sind es noch bis zu den Game Awards? 3 Wochen.
Das ist fertig. Dann das abbrechen. Koordinierung abbrechen. Raum koordinieren, den hier. Komm schon, ich möchte den Release noch schaffen. Okay, aber die Awards sind vorbei. Schade. Immerhin Studio des Jahres und Spiel des Jahres. Das ist doch schon mal was. Dann Koordinierung abbrechen, Entwicklung abschließen. Ja, ich möchte das Spiel jetzt veröffentlichen. Selbst produzieren. Eine Woche. Bestätigen, bestätigen, bestätigen. Ein echter Kandidat auf das Spiel des Jahres. Haben wir eine Wertung von 93, das ist doch mal nice. Dann Spiel produzieren. 500k. Spielbericht erstellen. Spielbericht erstellen. Engine programmieren, alte Engine updaten, die Bilder Engine, das hier noch reinhauen, die gerenderten Grafiken reinhauen, bestätigen. Ich möchte keine Benachrichtigung mehr. Dann hauen wir das noch rein. Oh Gott, ich muss. Oh Gott, wie schnell hat sich das denn verkauft? Spiel produzieren. 500 Millionen direkt rein. Marketing Games. Wie die Weltmeere eine TV-Werbung, um Hype nochmal aufzubekommen. Was sind denn das für Verkaufszahlen? Spiel produzieren. Updates, Entwicklerspiel-Update. Haben wir dann noch ein Update raus? Versuchen damit die Verkaufszahlen nochmal so zu pushen, wie sie vorhin waren. Updates. Wir haben Sprachpakete, brauche ich nicht. Patch hat keine Bugs. Dann haben wir direkt noch ein Update raus. The Man in the Shadow ist fast fertig. Okay, ich kann. Es gibt ein neues Feature. Neue Grafiken. Dann Raum koordinieren hier unten. Wir haben noch ein Update rausgebracht. Dann Nachfolger, Remaster, Nachfolger entwickeln. Dann Gottes Hand. Wobei, bevor wir in die Entwicklung gehen, Engine programmieren, alte Engine updaten. Hier Features. Bessere Grafik. Bestätigen. Bestätigen. Forschung. Konsolenforschung. Der nächste Controller. Sucht ziemlich am Ohr. Gehen wir hin.
Hier unten, das ist fertig. Entwicklung abschließen. Domain in the Shadow. Ja, jetzt veröffentlichen. Selbst produzieren in einer Woche. Sagen wir mal 2 Wochen. Bestätigen das so. Das so bestätigen. Ja. Das Spiel ist richtig gut geworden. Das ist eine 80er Wertung. Was für eine 80er Wertung? Eine knappe 80er Wertung. Okay, dann Spiel produzieren. Sagen wir mal. Dann 800.000. Gut. Spielbericht erstellen, Spielbericht erstellen. Dafür. Nachfolger. Nachfolger entwickeln. Zack. Da müssen wir ins AAA reingehen. Aufbauspiel. Mit der entsprechenden Engine. Dann den Namen anpassen. Die neuen Götter gehen hier auf Erwachsene. Denn Teenager war es, wenn ich mich erinnere, im Spielbericht. War im Spielbericht drin gestanden, dass Teenager die falsche Zielgruppe für. Es hat im Spielbericht drin gestanden, dass Teenager die falsche Zielgruppe für ein Aufbauspiel sind. Deswegen gehen wir jetzt auf die Erwachsenen. Das passt so. Dann AA. Dann geben wir gerade Plattform auf, aber das ist in Ordnung. Fertige Spielberichte. Nehmen wir trotzdem hier Einstellung kopieren, weiter, weiter. Okay, warte. Sehe ich das richtig, dass wir mit AA noch durchkommen? Weiter. Zack. Zack. Und da haben wir noch eine Doppel-A-Konsole. Okay. Jetzt löst sich der Markt auch langsam auf und die großen Firmen kristallisieren sich heraus. Wir haben alles drin. Bestätigen. Die Grafik verbessern. Alles reinballern. Sounds, alles reinballern. Und Gameplay verbessern. Auch direkt alles rein. Alle auf die Produktion sind die Verkaufszahlen nochmal hochgegangen. Das war dann, ich glaube, die ganz hohen Verkaufszahlen einfach rauszulegen, dass sich die Skalierung des Graphen nochmal angepasst hat. Großer Messestand. In Entwicklung. Das ist aktuell auf dem Markt. Das kommt gerade auf den Markt. Ordentlich Fenster zu bekommen. Und die Verkaufszahlen hier sind hoch. Aber noch realistisch hoch. Heißt, es passt alles. Wobei ich da vielleicht auch gleich von nachproduzieren muss. Dann habe ich noch irgendwas, wovon ich einen Nachfolger entwickeln sollte. Die 7 Weltmeere kann man aktuell noch nicht. Und das Spiel hat eventuell auch mal einen Nachfolger verdient. Wobei es ist schon. Wobei es zum einen. Also wäre eigentlich theoretisch die andere Seite. Wobei ich das mit der Seite hier tatsächlich mal übernehmen würde. Das Spiel ist aber aus 89. Ist fast 10 Jahre alt. Dann
Jetzt sind hier und von. Ich könnte von Remaster entwickeln. Da wäre der Hype aber geringer. Wie ich es richtig sehe. Einen Nachfolger entwickeln. Wäre ein Hype davon da. Okay, gut. Was soll denn das? Warum blinkt hier alles? Das ganze Blinken erinnert mich dran, dass es wahrscheinlich schon wieder Zeit ist, diese Folge zu beenden. Und deswegen werde ich das hier einfach mal langsam durchlaufen. Verabschiede mich an dieser Stelle für diese Folge Mad Games Tycoon. Die Aufnahme, vielleicht brauche ich jetzt schon langsam auf die Stimme, merke ich gerade. Das nächste Mal gucken wir dann nach dem, danach, was wir als nächstes entwickeln und können, so wie es finanziell aussieht, zum einen wahrscheinlich auch schon bald wieder umziehen. Wobei ich eigentlich aktuell mehr darauf setze, dass wir bald mal eine Konsole entwickeln können. Wobei, okay, gut, da sind wir noch immer noch finanziell weg. Da haben wir einfach zu spät den Anschluss bekommen. Dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ob wir in der nächsten Folge ein neues Büro kaufen. Ich denke, es wäre wahrscheinlich eine Zeit, auch wenn es mich nervt, dass wir alle paar Folgen umziehen müssen. Aber egal, bis dahin, habt viel Spaß und ciao!